Jede Pflanze, die man pflückt, kann man sehr viel länger als in der Blumenvase aufbewahren. Am Biologischen Institut der Uni Freiburg lehrt Alexandra Büminghaus, wie man ein sogenanntes Herbarium anlegt. Ein Herbarium ist eine Sammlung getrockneter und gepresster Pflanzen, die nach wissenschaftlichen Kriterien angeordnet wird. Wenn die getrockneten Pflanzen auf einen Bogen montiert sind und etikettiert sind, dann nennt man sowas einen Beleg. Weil der Sammler damit belegt, dass er zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, eine bestimmte Pflanze in einem Zustand vorgefunden hat. Die Bezeichnung kommt vom schwedischen Botaniker Carl von Linné aus dem 18. Jahrhundert. Auch heute noch muss jeder Student und jede Studentin der Biologie in den ersten Semestern ein Herbarium anlegen. In 6 Exkursionen zeigen wir denen wirklich verschiedene Lebensräume hier in der Umgebung. Es sind ganz verschiedene Lebensräume. Und da möchten wir einerseits, dass sie einen Eindruck bekommen, wie diese Lebensräume aussehen, was für Bedingungen da herrschen, was für ein Konkurrenzdruck sozusagen da herrscht. Wir möchten aber auch zeigen, welche Pflanzen wachsen da, also welche Arten kommen da vor und in welcher Artenzusammensetzung. Fruchtköpfchen länglich-walzig. Die gesammelten Pflanzen beinhalten unzählige Informationen, etwa was Anatomie, Haptik oder Gerüche angeht. Das ist einfach das Auseinandersetzen mit dem realen Organismus. Wirklich anschauen, wie sieht es aus, kann ich es identifizieren und was für eine Pflanze habe ich dann vor mir. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, macht eine Sammelexkursion nur dann Sinn, wenn die gesuchte Pflanze ein bestimmtes Entwicklungsstadium erreicht hat. Optimal ist ein Entwicklungszustand, wo man die Blüte hat und am besten schon eine Frucht. Also hier habe ich ja jetzt zwar noch keine, ich habe sogar hier schon Fruchtansatz. Das ist der Idealzustand zum Bestimmen eigentlich. Für ihr erstes Herbarium sammeln die Studierenden die Pflanzen etwas anders als sonst üblich. Wir nehmen die Wurzel nicht mit. Wenn wir mit über 200 Studenten in einen Lebensraum gehen und wirklich jeder die Pflanze mit Wurzel ausreißen würde, dann würden wir richtig einen Flurschaden anrichten. Das möchten wir natürlich nicht. Auch nicht mitnehmen sollte man Pflanzen, die es am Standort nur in wenigen Exemplaren gibt. Und natürlich keine geschützten Arten. Dabei hilft das Bestimmungsbuch. Wird sie schon sein, ne? Das sieht doch sehr ähnlich aus. Ja. Ansonsten ist die erforderliche Ausrüstung überschaubar. Man kann die Pflanze entweder in einer Tüte einfach mitnehmen, Plastik oder Papier, das ist eigentlich ja, je nach Geschmack. Oder, das ist der Idealfall, man nimmt direkt eine Feldpresse mit und da hat man überhaupt keine Welkeffekte dazwischen. 3 wichtige Eigenschaften bringt eine Feldpresse mit. Die Pflanzen werden zwischen Papierbögen in Form gebracht, die Lagen aus Wellpappe leiten feuchte Luft ab und die Trocknung beginnt direkt am Sammelort. Bis Ruben Clemens die Pflanzen in ihre endgültige Form bringen kann, müssen sie 100%ig trocken sein. So, also die Pflanzen wurden jetzt für 3 Tage im Trockenschrank in dieser Presse getrocknet. Man kann natürlich alternativ auch zwischen Büchern und Zeitungspapier trocknen. Als Student, das funktioniert auch. Man muss dann nur häufiger die Zeitungen auch mal wechseln, so nach 1 oder 2 Tagen, die Pflanzen nicht anfangen zu schimmeln. Der Biologiestudent montiert die Pflanzenteile auf weiße Kartonbögen. Der Ranunculus acris, der scharfe Hahnenfuß. Wichtig ist, dass wenn man die Pflanze fixiert und festklebt, dass man keine wichtigen Bestimmungsmerkmale mit dem Klebestreifen überdeckt. Damit sind so Sachen wie natürlich Blätter, die Blüte gemeint oder Früchte an der Pflanze. Also man nimmt irgendeine freie Stelle am Stiel. Zu guter Letzt kommt noch ein Etikett in die Ecke und fertig ist der Bogen. Aufbewahren kann man die Bögen, wie schon Carl von Linné vor über 250 Jahren, in lose Blattsammlungen. Das hat den Vorteil, dass man halt später im Nachhinein die Reihenfolge immer wieder ändern kann. Genauso gut eignen sich Ringbücher, wo man ebenfalls leicht Seiten austauschen und ergänzen kann. Bei Spiralordnern dagegen ist die Reihenfolge der Belege von vornherein fest. Hat man alles richtig gemacht, dann sind Herbarien sehr viel länger haltbar als digitalisierte Datensammlungen. Getrocknete Pflanzen haben schon Jahrtausende überdauert. Es gibt zum Beispiel von den alten Ägyptern solche Kräuterkränze vom Ramses II., die sind ein paar Jahrtausende alt. Im Grunde genommen sehr, sehr lange haltbar. Die Studierenden haben also alle Chancen, ihre Herbarien über Generationen hinweg weiter zu vererben.